Am 22. Juli 2016 verschwand die damals 15-jährige Leonie Gritzka spurlos. Trotz mehrerer Hinweise und Zeugen, die gesehen haben wollen, wie sie in ein Auto gestiegen ist, gilt Leonie bis heute als vermisst. Ihr Verschwinden ist nicht ohne Grund einer der bekanntesten deutschen Vermisstenfälle. Im heutigen Video schauen wir uns die Umstände ihres Verschwindens genauer an und sprechen über behördliche Fehlentscheidungen und das Leiden einer Mutter. Leonie wurde 2001 in Remscheid geboren. Ihre Mutter Bianca war bei ihrer Geburt gerade einmal 18 Jahre alt. Von Leonies Vater trennte sie sich noch während der Schwangerschaft. Und nur kurz nach Leonies Geburt verstarb dieser an einer Überdosis. Leonie konnte ihn nie kennenlernen. Bianca war mit dem Baby nun völlig allein. Sie war überfordert und fühlte sich hilflos und im Stich gelassen. Um Hilfe zu bekommen, ging sie mit Leonie in ein Mutter-Kind-Heim. Doch durch ihre Überforderung dauerte es nicht lange, bis man ihr Leonie wegnahm und das Baby in die Obhut des Jugendamtes übergab. Schon von klein auf hatte Leonie kein einfaches Leben. Zunächst wuchs sie im Heim auf, bis sie im Alter von 6 Jahren in eine Pflegefamilie kam. Doch ein harmonisches Miteinander blieb aus. Es kam immer wieder zu Problemen und Streitigkeiten, weswegen Leonie in den nächsten Jahren oft die Heime und Pflegeeinrichtungen wechseln musste. Auch riss sie immer wieder aus und lief weg, was nur zu noch mehr Streit und Ärger führte. Zu ihrer Mutter Bianca wiederum hatte Leonie die ganze Zeit über ebenfalls Kontakt und ein gutes Verhältnis. Der Wunsch war groß nach einem Zuhause, einem festen Ort, wo man sich um sie sorgt und ihr Liebe gibt. Und so zog Leonie im Alter von 13 Jahren wieder bei ihrer Mutter ein. Das schien zunächst auch gut zu gehen. Zumindest verstanden sich die beiden und Leonie lief nicht mehr weg. Allerdings wurde Leonie durch ihre schwierige Vergangenheit und die Pubertät, die sie mit einem Auf und Ab von Emotionen geprägt hat, immer unglücklicher. Es schien zwar nun alles gut zu sein, hatte sie doch mittlerweile ein festes Zuhause. Aber glücklich war Leonie nicht. Sie wurde zunehmend depressiver, begann sich selbst zu verletzen und zurückzuziehen. Mit 15 färbte sich Leonie auf die Haare und hatte über Social Media endlich ein Ventil gefunden, um ihre Emotionen in die Welt zu schreien und Gleichgesinnte zu finden. Sie war sehr aktiv auf Instagram und Snapchat. Und besonders auf Facebook postete sie viel und sammelte so viele Freunde, wie sie bekommen konnte. Schon nach kurzer Zeit hatte sie weit über 4000. Im Jahr 2016 lernte sie über das Internet einen 35-jährigen Mann kennen. Die beiden schienen sich gut zu verstehen, und nur kurze Zeit später änderte Leonie am 21. Januar 2016 ihren Beziehungsstatus zu in einer Beziehung. Ihr neuer Freund war mit großer Sicherheit eben dieser 20 Jahre ältere Mann. In den nächsten Monaten wurde Leonie auch einmal in Begleitung eines deutlich älteren Mannes in Remscheid gesehen, was diese, in Anführungszeichen, Theorie bestärken würde. Am 22. Juli 2016 verließ Leonie gegen 16 Uhr die Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter lebte. Es war ein Freitagnachmittag und die 15-Jährige wollte sich mit einer Freundin treffen. Als sie auch bis zum späten Abend nicht zurückkam, begann Bianca sich Sorgen zu machen. Sie schickte ihrer Tochter eine Nachricht bei WhatsApp, die auch zugestellt, aber nicht mehr gelesen oder beantwortet wurde. Kurze Zeit später wurde Leonies Handy ausgeschaltet. Bianca alarmierte daraufhin die Polizei. Diese rekonstruierte zunächst den Ablauf des Nachmittags und kam dadurch an einige interessante Informationen. Leonies Freundin berichtete, dass sie sich mit ihr in der Remscheider Innenstadt getroffen habe. Sie gingen die Alleestraße entlang und Leonie erzählte von ihrem neuen Freund, der bereits 35 Jahre alt sei. In Kürze würde sie von ihm abgeholt werden und die kommende Woche bei ihm verbringen. Leonies Freundin machte sich darüber zunächst wenig Gedanken, doch kurz darauf bog ein Auto in die Alleestraße. Die Freundin beschrieb es erst als schwarz, änderte ihre Aussage aber später dahingehend, dass es sich bei dem Auto um einen roten Wagen mit Kölner Kennzeichen gehandelt haben soll. Laut ihr hätten 2 Männer in dem Auto gesessen. Mit etwas Abstand habe sie beobachtet, wie einer der Männer ausstieg, Leonie umarmte
und diese dann zu den Männern ins Auto stieg und davonfuhr. Dadurch, dass zwischen der Freundin und dem Auto einige Meter Abstand waren, konnte diese keine Personenbeschreibung abgeben. Sie hätte nur gesehen, dass der eine Mann eine Käppi getragen habe. Die Gesamtsituation hätte ihr ein so unwohles Gefühl gegeben, dass sie Leonie gerne davon abgehalten hätte einzusteigen. Allerdings schien diese ja zumindest einen der Männer zu kennen und ihm zu vertrauen. Das sollte das letzte Mal gewesen sein, dass jemand Leonie Gritzka gesehen hat. Da ihr Handy ausgeschaltet wurde, konnte sie auch keiner ihrer Freunde mehr erreichen. Leider konnte dadurch ihr Handy auch nicht geortet werden. Weil Leonie in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgerissen und weggelaufen ist, startete die Polizei mit ihrer Suche erst einige Tage nach der Vermisstenmeldung. Dadurch verstrichen die wichtigsten Stunden und es war viel schwerer, Hinweise zu Leonies Verbleib zu finden. Mittlerweile glaubten aber auch die Ermittler an ein Verbrechen. Wenn Leonie weglief, kam sie immer recht schnell zurück und dieses Mal hatte sie keine Tasche und nicht einmal ihren Ausweis dabei. Bald kam der Verdacht auf, dass man die 15-Jährige zur Prostitution gezwungen haben könnte. Der Verdacht von Leonies Mutter und ihrer Tante fiel schnell auf den neuen Freund von Leonie. Von dessen Existenz erfuhr Bianca erst durch die Polizei und Leonies Freundin. Ihre Tochter selbst hatte ihren Freund ihr gegenüber nie erwähnt. Das zusammen mit der Tatsache, dass Leonie ihn über Facebook kennengelernt hatte und der Mann 20 Jahre älter als sie zu sein schien, bereitete ihr große Sorgen. Bianca war sich sicher, dass man über Leonies Facebook-Account mehr erfahren könnte. Schließlich hatten die beiden dort miteinander geschrieben. Doch leider besaß sie das Passwort nicht und die Polizei weigerte sich darauf zuzugreifen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dadurch, dass niemand den Namen oder die Identität von Leonies neuem Freund kannte, stagnierten die Ermittlungen an dieser Stelle. Bis heute bleibt Leonie Gritzka vermisst. Oft wurde der Fall in den letzten Jahren mit dem Verschwinden von Rebecca Reusch verglichen. Doch bei diesem Fall gäbe es eine Fährte, der man nachgehen könnte, wenn man nur das Passwort für Leonies Facebook-Account hätte. Bianca hatte in den letzten Jahren sogar Kontakt zu verschiedenen Hackern, die ihr anboten, sich in das Facebook-Konto ihrer Tochter zu hacken oder ihr Infos versprachen. Einmal wurden ihr 3 mögliche Passwörter von einem Hacker zugeschickt. Voller Hoffnung probierte Bianca diese aus. Doch keines davon stimmte. Ein anderer anonymer Hinweisgeber wiederum fand dann tatsächlich etwas Neues heraus. Dieser konnte sich in das Mail-Konto von Leonie hacken und fand dadurch heraus, dass das Konto noch eine ganze Weile nach ihrem Verschwinden in Benutzung war. Auf Leonies Facebook-Profil wurde eine neue Handynummer hinterlegt. Diese braucht man nun, um sich in das Konto einzuloggen. Hinterlegt wurde diese allerdings erst rund 2 Jahre nach Leonies Verschwinden. Unklar ist, ob die Nummer von Leonie selbst oder einer dritten Person hinterlegt wurde. Aber diese fremde Person müsste dann auf jeden Fall Leonies Passwort kennen und auf ihr Profil Zugriff haben. Die Handynummer selbst wurde dem Hacker fast vollständig angezeigt. Leider konnte er durch die fehlende Endung nicht den Besitzer ausfindig machen. Allerdings sagte er, dass es eine Verbindung nach Osteuropa gäbe. Die Angst von Leonies Familie ist natürlich groß, dass die 15-Jährige an Menschenhändler geraten ist oder zur Prostitution gezwungen wurde. Bianca, Leonies Mutter, sucht bis heute nach ihrer Tochter. In der ehemals gemeinsamen Wohnung hielt sie es nicht länger aus. Mittlerweile ist sie mit ihrem Lebensgefährten umgezogen. Aufgegeben, ihre Tochter irgendwann wiederzusehen, hat sie allerdings noch nicht. Bei einem Interview sagte sie: "Ein Mensch kann doch nicht einfach so spurlos verschwinden. Ich will sie einfach nur wieder in den Arm nehmen." Und damit sind wir schon am Ende dieses etwas kürzeren Videos angelangt. Leonies Fall wurde mir von euch sehr oft vorgeschlagen und der Wunsch war groß, dass ihr Verschwinden durch ein Video von mir noch einmal in die Köpfe der Leute gerufen wird. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, um noch mehr Menschen auf Leonies Verschwinden aufmerksam zu machen. Und solltet ihr Leonie irgendwo sehen oder einen Hinweis zu ihrem Verbleib haben, meldet das umgehend der Polizei. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Folgt mir auch auf Instagram oder meinem Discord, wenn ihr das noch nicht tut. Dort machen wir Umfragen und ihr bekommt alle brandaktuellen Infos mit.
Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.